Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Kommentare zur Politik. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und einen wunderschönen guten Morgen nochmal euch. Es gibt eine Neuigkeit bezüglich der Krise mit Ukraine. Und zwar, wie ihr wisst, ist die vor einigen Tagen eskaliert. Russland ist militärisch aktiv geworden und es gab große Befürchtungen von ukrainischer Seite. Und auch allgemein die Befürchtung, dass es in einen großen Krieg münden könnte, was keiner von uns hofft. Die Neuigkeit ist, Trump hat heute Morgen per Twitter das Treffen mit Putin abgesagt. Und das ist natürlich schon seltsam, weil gerade wenn man Eskalation vermeiden will, ist ja Reden, das ist eine Grundlage. Ohne Reden kann man es überhaupt nicht vermeiden. Man muss ja versuchen, den anderen zu verstehen. Das ist ja wie in einer Beziehung. Man muss immer mit den anderen reden und versuchen, wieso hat er so gehandelt und nicht sich einfach Meinungen bilden und denken, der andere ist total böse und ich bin voll gut. Das ist immer die Gefahr bei Konflikten, dass man den anderen nicht versteht und dadurch ihn hochstilisiert als Feindbild. Und das passiert natürlich in den USA gerade in extremer Form mit Moskau. Also der Trump hat jetzt per Twitter abgesagt, weil Putin die Schiffe noch nicht zurückgegeben hat und so weiter, wird es kein Treffen geben. Das ist natürlich sehr schade, weil die Weltgemeinschaft einfach diesen großen Krieg befürchtet hier. Und wir wissen, als Trump angetreten ist, sah das alles noch anders aus. Er war deutlich pro Russland, auch damit. Das war einer seiner Slogan, dass er nicht mehr quasi die Elite und diese George Soros-Verschwörung, dass er der nicht gehorchen will und irgendwelche Kriege anfangen, die keinem helfen. Und dann kam er eines Morgens mal irgendwie sehr verklärt auf die Bühne und es war fast so aus, als hätte er irgendwas Krasses erlebt davor und hat dann erklärt, dass er jetzt Syrien angreift und hat dann für, glaube ich, 500 Millionen Raketen auf Syrien abgeworfen. Und da haben schon viele vermutet, dass Trump jetzt wohl eingeknickt ist vor der internationalen Elite. Genau, diese Neuigkeiten soweit. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Wir hoffen, dass es nicht in einem dritten Weltkrieg mündet. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch ganz viel Frieden, Glück, Gesundheit, Segen und Freude. Und ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr weiter auf dem Laufenden gehalten. Ich versuche es so unabhängig wie möglich, euch zu informieren. Auf die Wahrheit kommt es an und nicht auf irgendwelche Meinungen. Und bis bald. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ciao.